wird, aber warum kommen Sie erst jetzt? Es ging mir ja nicht schlecht. Aber jetzt hat er gestreut. Ja. Er. Und wie sind die Chancen? Geschissen. Hallo da draußen. Heute leichtes Ziehen im linken Arm, Mittelfinger und Ringfinger kribbeln. Ich blogge aus dem Alltag einer Lungenfibrose. Es ist schlecht, Trauer in sich reinzufressen. Ja, ich mach da mal den Anfang, ne? Womit? Ja, gerade weil es ein ernstes Thema ist, will ich eine Komödie draus machen. Ja? Weil ich finde, wir haben viele Filme über dieses Thema gesehen und man will dem ja was Neues abbringen. Und man möchte sehen, ob das geht. Kann man darüber lachen? Und man kann. Willst du noch mal was erleben? Ja, schon. Du nimmst einen Kredit auf, wir machen halbe halbe, wir müssen nie was zurückzahlen. Wieso nicht? Weil wir da längst tot sind. Das ist doch nicht fair. Ist es fair, dass wir sterben müssen? Ist es fair, dass du so eine bescheuerte Haarfarbe hast? Was? Wir haben uns mit einer Ärztin getroffen, die diese Symptomatik oder diese Krankheit behandelt. Und Flo hat sich in Vorbereitung, also vielen Vorbereitungen gegeben für den Film, natürlich für die Recherche, für das Drehbuch. Und ich hatte leider nicht so viel Zeit, weil ich gerade noch in der Post von Nanny war, deswegen konnte ich mich nicht über alle Maßen auf den Film vorbereiten, aber wir haben das dann zusammen gemacht während der Dreharbeiten. Wir lassen den Zufall entscheiden. Augen zu, zeig drauf. Augen zu, zeig drauf. Diese Promotoren, notwendiges Übel oder nochmal so der letzte Kick? Das ist eher wie Klassenfahrt und das ist auch immer das Schöne. Wir beide haben Riesenspaß. Wir haben zum Beispiel jetzt auch eine Rubrik entwickelt im Auto, die heißt die magische Minute. Und die kann man auf unseren Facebook-Seiten immer sehen, das ist immer lustig. Wir haben auch also unser Hobby und die Liebe zum Zaubern entdeckt. Man wird mega albern. Ja. Auf jeden Fall. Guck mal, das Team hat grundsätzlich auch gute Laune schon. Guck mal, siehst ja. du? Alle lächeln. Was ist das denn? Ihr wollt doch als einer der Welt. Mit dem Panzer. Bist du völlig wahnsinnig? Riesenapplaus für Matthias Schweighöfer und Florian David Filz. Das kommt von deiner eingelegten Spinne. Das war Krabbe. Das hatte Haare. Es gibt den Tod überhaupt nicht. Es gibt nur den Moment davor. Und der ist doch gar nicht so schlecht. Salamander, Salamander, Arsch auseinander, Arsch wieder zu und raus bist du. Ah, Scheiße, nochmal. Salamander, ja, nee, das hat, Flo hat das so auf uns geschrieben. Das war immer die Frage, wer spielt, bitte? Nee, das war nicht Zufall. Florian hat ja das Drehbuch geschrieben und er hat das schon genauso konzipiert, auf uns beide. Aber es wurde auch immer wieder mal umgeworfen, dass ob ich Flo's Rolle spiele, er meine und so. Aber dann letztendlich hat das so beschlossen, weil wir gemeinsam, dass wir das so spielen.